Mit schwerer Schutzausrüstung rücken am Freitag Polizeieinheiten zu einem Düsseldorfer Hotel an. Mehrere Spezialeinsatzkommandos werden alarmiert. Mit Maschinenpistolen im Anschlag wird das gesamte Gebäude abgeriegelt. Der Grund? Ein Waffenfund in einem der Hotelzimmer. Gegen 13.30 Uhr meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, gibt an, eine Waffe gesehen zu haben. Daraufhin durchsuchen die Beamten ein Zimmer und stellen eine Waffe sicher. Ein Mann wird festgenommen, polizeilich in Erscheinung getreten sei er zuvor aber nicht, teilt ein Polizeisprecher mit. Die Beamten rücken mit immer weiteren Einheiten an, wollen feststellen, ob sich noch weitere potenzielle Verdächtige vor Ort aufhalten. Alle Hotelgäste werden vom SEK aus dem Gebäude geholt. Am Abend beginnen Polizisten, die Räume zu durchsuchen. Auch Sprengstoffexperten sind vor Ort. Sie untersuchen unter anderem einen verdächtigen Koffer in einem der Hotelzimmer. In der Nähe des Einsatzortes wurden zur Absicherung 5 Rettungs- und ein Notarztwagen bereitgestellt. Der Einsatz dauert bis zum Abend an. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden, es ist wieder ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich bin schon mal.